Das Matschatal, ein Seitental des Vinschgau, wird von mächtigen Gipfeln und Gletschern umrahmt, die zu den Ötztaler Alpen zählen. Ulrike Tabeiner, Leiterin des Instituts für alpine Umwelt an der Europäischen Akademie in Bozen, erforscht hier zusammen mit ihrem Team seit geraumer Zeit die Veränderung des Klimas. Die Messstationen im Matschatal sind Teil eines weltweiten Netzes an Forschungseinrichtungen, die ein globales Bild der Klimaveränderung ergeben. Auch die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA greift auf diese Daten zurück. Was wir hier versuchen zu untersuchen und das zu vergleichen eben mit anderen Gebirgsökosystemen, wie reagieren diese Gebirgsökosysteme auf den Klimawandel, wie beeinflusst lokal der Mensch über die Bewirtschaftung dieser Systeme und wie kann man in Zukunft, für die Zukunft schon besser reagieren, also sich anpassen, um diese großen Herausforderungen, die eben kommen werden, einerseits über den Klimawandel, über die veränderte Agrarpolitik, um der zu begegnen. Ulrike Tabeiner beschäftigt sich bereits seit den 1980er Jahren mit Ökosystemen, die im alpinen Hochgebirge eine besondere Komplexität und Vielfalt aufweisen. 1985 schloss sie an der Universität Innsbruck ihr Studium der Biologie und Informatik mit einer Dissertation zur Pflanzenökologie ab. Ursprünglich wollte ich Mathematik studieren, dann hat es mich zur Biologie verschlagen, immer noch mit dem Nebenfach Informatik. Und dann wollte ich eigentlich, das war in den Mitte der 80er Jahre, da haben gerade begonnen, die ersten PCs zu entstehen. Ich habe damals begonnen, erste Computerkurse für Kinder zu halten, übrigens auch auf Kloster Marienberg war das. Und das war so eigentlich meine berufliche Entwicklung, die ich vor mir gesehen habe. Seit 1995 leitet Ulrike Tabeiner das Institut für alpine Umwelt der Eurac Research. Ein großes Anliegen ist der Biologin die Erforschung der Biodiversität. Seit 2019 läuft ein breit angelegtes Forschungsprojekt, in dem Wissenschaftler von Eurac Research im Auftrag des Landes erstmals ein genaues Bild über die Artenvielfalt in Südtirol liefern. Seit 2005 hat Ulrike Tabeiner einen Lehrstuhl als Universitätsprofessorin für Ökosystemforschung und Landschaftsökologie am Institut für Ökologie der Universität Innsbruck inne. Von 2012 bis 2018 stand sie als Dekanin der Fakultät für Biologie vor. Seit 2018 ist sie auch Präsidentin der Freien Universität Bozen. Das ist das Wesen der Wissenschaft. Also man beantwortet Fragen und es stellen sich 10 neue. Also gerade diese Anpassungsmechanismen an den Klimawandel oder die Fragen der Biodiversität, die sind bei weitem nicht fertig erforscht. Da geht es strikt weiter.